Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf Andi zockt und einem angespielt / Ersteindrucksvideo zu Dolphin Spirit. Und das wird ein Video, wo ich ein Spiel wirklich mal komplett blind anspielen werde, denn mir sagt Dolphin Spirit Ocean Mission gar nichts. Es war in einem Paket bestehend aus 6 Spielen dabei, das mir Astragon freundlicherweise vor ein paar Tagen geschickt hat. Und ja, ich bin gespannt drauf. Ich mag es eigentlich ganz gerne, so blind in Spiele reinzugehen, weil entweder wird man überrascht und kann ein Spiel empfehlen oder man wird eben enttäuscht und dann kann man auch mal vor einem Spiel warnen. So, wir fangen direkt an. Ich habe von dem Spiel noch nie was gehört, noch nie was gesehen und bin mal gespannt, was das Ganze taugt. So, gibt es übrigens auch auf PlayStation-Konsolen. Gehen wir mal in die Einstellungen rein. Schauen wir mal, was es hier so alles gibt. Das sieht aber soweit ganz okay aus. Starten wir ein neues Spiel. Können uns aussuchen, ob wir Männlein oder Weiblein sein wollen. Pava oder Avi. Ich spiele das Spiel sicherlich nochmal ordentlich mit meiner Tochter. Deshalb spiele ich schon mal das Mädchen. Und dann beginnt es gleich. So. Sehr einfache Grafik, aber muss erstmal nichts Schlechtes heißen. Wenn es zum Spiel passt, mag ich diesen simplen Grafikstil ganz gerne. Hilf uns. Okay. Scheint. Na gut, es spricht ein Delfin. Dass da keine Sprachausgabe ist, ist klar, aber die Frage ist, wieso versteht das Mädchen diesen Delfin? Okay. Es wirft uns direkt ins Spiel rein, wortwörtlich. Es wirft mich ins kalte Wasser. Ja. Okay. Der kleine Delfin braucht Hilfe. Und dieser kleine Delfin scheint sich in Fischernetzen verheddert zu haben. Du musst kommen und ihm helfen. Dann tun wir das. Das sieht ja echt nicht schlecht aus. Gefällt mir. So, ich kann hochtauchen. Ich kann runtertauchen mit ZL und ZR. Ah, hier. Da gibt es ein Tutorial. Bewegen, nach oben schwimmen, nach unten schwimmen. Mhm. Passt also. Mit dem Analogstick kann ich mich bewegen. Wo ist denn der Delfin hin? Habe ich den jetzt übersehen oder haben wir den noch nicht gesehen? Ne, wir haben ihn noch nicht gesehen. Ne? Dann geht es erstmal weiter. Wirkt auf mich wie so ein hochskaliertes PS2-Spiel, wenn ich ehrlich bin. Das ist noch nicht mal böse gemeint oder negativ gemeint, sondern ich mag diesen Artstyle, diesen einfachen Artstyle ganz gerne, wenn er passt. Und ich finde, hier passt er ganz gut auf den ersten Blick. So. Dann befreien wir mal den Kleinen. Vor allem sind das ja durchaus Probleme, die tatsächlich passieren können, ne? Dieses scheiß Plastik in den Meeren. Okay. Begib dich zurück zum Boot. Steige wieder ins Boot. Gut gemacht. Der kleine Delfin wurde gerettet. Jetzt musst du zurück zum Boot. Der Anker bringt dich zurück an die Oberfläche. Dann tun wir das. Hier ist aber sonst, glaube ich, nichts. Dann können wir uns auch wieder tatsächlich zurück zum Boot bewegen. Ein bisschen schneller schwimmen können wir nicht. Zumindest finde ich gerade keinen Knopf, der das irgendwie beschleunigt. Ist aber nicht weiter schlimm. Der Delfin haut auch schon ab. Sehr entspannte Musik. Dann wollen wir mal. Hoppala. Bin ich dran vorbeigeschwommen. Nach oben steigen. Ja, ja, ja. So. Diese berauschenden, ruhigen Klänge. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht einschlafe. Okay, jetzt hat es aber gerade unglücklich gehakt. Ja, die Schatten flackern ein bisschen. Okay. Also es scheint durchaus ein Third-Person-Adventure zu sein, würde ich mal auf den ersten Blick sagen. Ah, da ist ja meine Enkelin. Willkommen in Maupiora. Es tut gut, dich zu sehen. Du hast einen echt großen Sturm verpasst. Aber keine Sorge, du wirst deinen Urlaub trotzdem genießen können.
Hoani, deine Enkelin ist sehr nett, obwohl sie keinen Ton gesagt hat bisher. Ein Delfin hatte sich in den Netzen verfangen und sie hat nicht gezögert, ins Wasser zu springen und ihn zu retten. Woher weiß der denn das jetzt? Du verteilst doch sonst keine Komplimente, Hoani. Meine Enkelin liebt Tiere dann wohl wirklich sehr, sagte Opa. Okay, dann wollen wir dir mal die Insel und ihre Bewohner vorstellen, angefangen mit unserer Meeresbiologin. Folge mir, Kleine, ich bringe dich zur Vereinigung, die ich gegründet habe, um den Meeresboden unserer Insel zu schützen. Okay, das ging mal schnell. So, da wären wir die Vereinigung zum Schutz der Meeresböden und sieh nur, wer uns da bereits erwartet. Lisa. Okay. Lisa ist die leitende Biologin. Seit der Sturm durchgezogen ist, hat sich unser Pensum jedoch verdoppelt. Wenn du mir zur Hand gehen willst, ja, wollen wir natürlich. So. Eine wasserdichte Kamera. Hab Spaß. Lass dir bei der Erkundung der Insel ruhig Zeit. Honey und Lisa sind toll, sie können dir helfen. Okay, wir haben eine Kamera geschenkt bekommen. Zur Kamera benutzen, heranzoomen, herauszoomen, Fotos schießen. Neues Wissen erlangt. Ja. Und ich kann mich ein bisschen auf der Insel umsehen. Oh, grafisch. Jetzt muss ich ein bisschen einhaken. Also ich habe vorhin noch gesagt, ich mag es, wenn der Stil so einfach ist und das zum Spiel passt. Aber das hier ist dann schon arg wenig, oder? Ich weiß nicht, schaut euch mal die Steine an. Oh, die Texturen sind so niedrig aufgelöst. Eieieiei. Eieieiei. Gucken wir mal weiter. Hier kommen wir erstmal nicht weiter. So, die Frage ist natürlich, was tut man in diesem Spiel? Und für wen ist das gedacht? Ich habe eine Tochter, die ist 7 Jahre alt, sehr tierbegeistert und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das genau ihr Ding ist, sowas hier, ein bisschen die Insel zu erkunden, Tieren zu helfen, ein paar Fotos zu schießen. Das wäre sicherlich die ideale Zielgruppe für Dolphin Spirit. Es sei denn, hier kommen irgendwie Themen zu tragen, die irgendwie bei einem Kind von diesem Alter nichts zu suchen haben, wovon ich jetzt aber erstmal nicht ausgehe. Ich kann jetzt aber hier auch erstmal nichts tun, außer mich ein bisschen umsehen auf der Insel, wie es scheint. Vielleicht muss ich zu Hoani, der Riese, der Hühne, der hier irgendwo sein soll und die Insel kennen soll. Aber, ich weiß nicht, ich finde den Stil hier schon arg simpel, wenn nicht schon sogar altbacken, will ich fast sagen. So, hier ist ein Haus. Ich meine, das sieht schon nicht schlecht aus. Ne? Wenn man sich jetzt so die Szenerie hier anguckt, das hat schon seinen gewissen Reiz. Also man muss halt aufpassen mit so einem Stil, dass es nicht zu billig wirkt. Zu billig aussieht. Hier kann ich nicht durch. Dann suchen wir uns mal einen anderen Weg. Hier sind Früchte oder Gemüse, Pflanzen, die angebaut werden. Schauen wir mal uns an, wer hier im Haus wohnt. Auch hier kann ich nicht reingehen. Schade, dass das so steril ist. Das ist doch der Ersteindruck im Spiel. Der zählt doch. Also ist das schon doof, wenn man hier zwar rumlaufen kann, aber nichts unternehmen kann. Okay. Weiter geht's. Irgendwo muss doch einer sein, der mich ein bisschen in die richtige Richtung anstoßen könnte, oder? Jetzt ist die Musik plötzlich wieder weg. Gehen wir hier runter. Jawohl, jetzt sind wir hier wieder beim Opa, der da hinten rumsteht. Laufen wir mal hier runter. Auch hier, ne? Das sieht alles... Boah, das ist schon echt früheste GameCube PS2 Grafik. Also da wäre sicherlich mehr drin gewesen. Wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass das jetzt ein Spiel ist, das von keinem großen Entwickler kommt. So, mein Name ist Hoani, ich bin ein Kind dieser Insel. Ich bringe Taucher zu den Tauchplätzen und sorge dafür, dass alles einwandfrei funktioniert. Wie du dir sicher schon gedacht hast, hat der Sturm große Schäden auf der Insel verursacht. Die Geister müssen traurig sein. Schade, dass es keine Sprachausgabe gibt. Viele Tiere haben die Insel verlassen und einige Bäume wurden durch Windböen zerstört. Es ist eine echte Schande. Aber keine Sorge, oh, du suchst nach den geheimen Orten der Insel. Dabei kann ich dir sicher helfen. Wie du jedoch sehen kannst, ist durch den Wind sehr viel Müll auf der Insel angeschwemmt worden. Na, was muss ich tun? Wahrscheinlich Müll sammeln, ne? Jaha.
Nimm das hier mit. Das ist ein Beutel zum Einsammeln von Müll. Du würdest mir einen großen Gefallen damit tun. Also, ich sehe eine Tendenz, wo das Spiel hingeht. Das soll eventuell einfach Kinder dazu ermutigen, ein bisschen bedachter mit der Umwelt umzugehen und vielleicht ein bisschen auch mehr auf die Umwelt zu achten, auf die Tiere zu achten, zu lernen, was richtig ist, was falsch ist, das denen spielerisch beizubringen. Wenn das der Fall ist und sich mein Gefühl, mein Eindruck bewahrheitet, das finde ich das durchaus gut, was die Entwickler hier mit Dolphin Spirit bezwecken wollten. Auch wenn es natürlich grafisch deutlich besser hätte sein können. Aber seien wir mal ehrlich, wenn es wirklich die Zielgruppe ist, die ich vorhin genannt habe, Kinder zwischen, weiß ich nicht, 6 und 10 Jahren, vielleicht 12 oder so, dann kann ich das verschmerzen, dass das Spiel so aussieht, wie es aussieht. Weil ganz ehrlich, meine Tochter, die ist 7, die braucht nicht eine Bombastgrafik, der reicht das so, wie das ist. Zumal, wenn dann auch die Tiere schön animiert sind, wenn dann irgendwann vielleicht auch mehr Tiere zu sehen sind, dann kann sie da durchaus mitleben. So, sammeln wir mal hier den Müll auf. Der verdeckt uns gerade das Dach. So, 17 von 20 Einheiten haben wir jetzt eingesammelt. Hallo. Zack, 18. 19. Da. 20. Und da kommen die Tiere wieder. Schön. Es hat so einen leichten Animationsfilm-Charme, ne? So, Disney Studios, was man so auf Disney Plus zu sehen bekommt oder so. Das dürfte meiner Tochter durchaus gefallen. Gehen wir mal zu Hani zurück. Schauen wir mal, was er uns jetzt als Aufgabe gibt. Oh, hast du gesehen, wie diese neuen Vögel zum Hafen zurückgeflogen sind, nachdem du ihn aufgeräumt hast? Danke, die Insel ist dir ganz bestimmt ebenfalls dankbar. Du hast dir einige Geheimnisse verdient. Es gibt eine Reihe markanter Orte auf der Insel. Wenn du sie fotografierst, wirst du ihre Geheimnisse enthüllen können. Versuch mal, ein Foto von meinem Boot zu machen. Sein Name ist Taina. Du wirst so mehr über nachhaltige Fischerei lernen. Aha, seht ihr, da bewahrheitet sich genau das, was ich gesagt habe. Jetzt schießen wir ein Foto von dem Boot und lernen etwas über nachhaltige Fischerei. Ich finde die Prämisse, voilà, und das, was das Spiel damit... Hallo, wie mache ich denn das jetzt nochmal? Ah, damit. Und das Spiel, was es damit halt bezwecken will, bei der entsprechenden Zielgruppe, wirklich löblich, muss man so sagen. Gefällt mir. Neues Wissen erlangt. Zack, und dann haben wir ein bisschen Infos zur nachhaltigen Fischerei. Nachhaltige Fischerei bedeutet, den Schwerpunkt auf Kontrolle zu legen, damit die Tiere und ihre Umwelt besser geschützt werden. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das gut, irgendwie gefällt mir das. So. Weiter geht's. Hast du ein Foto gemacht? Jawohl, haben wir. Und jetzt? Hier können wir noch ein bisschen Müll sammeln. So. Ah, guck mal, 20 Einheiten muss ich jetzt im Dorf einsammeln. Da kommen wahrscheinlich andere Tiere zurück. Das machen wir noch. Und dann können wir auch gerne noch mal ein bisschen über solche Spiele philosophieren. Ich finde, dass man diese Spiele durchaus wertschätzen kann. Und sollte. Und auch mal offen sein sollte, auch mal Spiele sich anzuschauen, über die man vielleicht vorher nichts gehört hat. Und auch vielleicht mal Spiele sich anzugucken, die auf den ersten Blick wie absolute Shovelware-Kinderspiele wirken. Denn man, es kann durchaus sein, dass man den einen oder anderen, das ein oder andere Hidden Gem findet, das ein oder andere Juwel und so Spiele, bei denen man einfach mal ein paar gute Stunden verbringen kann, ein bisschen was lernen kann und ein bisschen abschalten kann, sind ja auch nicht verkehrt und gehören ebenfalls in diese Branche wie ein, weiß ich nicht, Spider-Man 2 oder Mario Wonder. Und solange das Spiel nicht übelst rumglitscht und das erfüllt, was es verspricht, bin ich eigentlich dabei zu sagen, ja, für die, die es haben wollen, genau das Richtige. So, 8 Teile haben wir. Und die Frage ist natürlich auch, wie entwickelt sich das, ne? Was sehen wir hier in Dolphin Spirit noch? Wenn wir später natürlich ausufernd noch tauchen können und vielleicht mit Fischen zusammenschwimmen können, das ist definitiv der Traum eines jeden Mädchens, würde ich mal behaupten. Und ich kann mir vorstellen, dass mein Sohnemann, der ist jetzt 6, auch mit sowas durchaus seinen Spaß haben könnte, vor allem wenn sie dann zusammenspielen, ne? Zusammen die Insel entdecken, erkunden, dabei ein bisschen lernen, die Schwester kann vorlesen. Das könnte eine gute Zeit werden. Ich werde aber ausgiebig natürlich in meine Review Mania
Folge darüber berichten, wenn ich das Spiel auch ausgiebig mit meinen Kindern zusammengespielt habe. Denn ich schwafle hier natürlich jetzt meine Eindrücke und meine Erlebnisse, aber es kann genauso gut sein, dass meine Tochter das Spiel morgen spielt und sagt, nee, Papa, ist mir zu lahm, ich würde gerne was anderes spielen. Dann werdet ihr das sicherlich auch von mir zu hören bekommen, wenn das Video einmal steht. So. Aber von dem, was ich so bisher gesehen habe im Vorfeld, jetzt auf Amazon zum Beispiel, hat das durchaus eine gute Wertung. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Wir reden hier nicht über irgendwie 90% aufwärts. Aber nochmal, ich glaube, für das, was es möchte, macht das Spiel das oder die Sache schon ganz gut. So, ich muss noch ein bisschen Müll sammeln. Und dann hoffen wir mal, dass wir ein paar mehr Tiere zu Gesicht bekommen. Da liegt noch ein bisschen was rum. Zack, noch 4 Einheiten und dann haben wir das auch geschafft. Aber wo ist die Frage? Weil hier habe ich schon gesammelt, da ist eine Eidechse, die hätte ich jetzt vielleicht fotografieren können. Was ich aber nicht gemacht habe. Da ist auf jeden Fall noch ein Vogel. Ich versuche mich mal anzupirschen. Mal gucken wir mal, ob wir den fotografiert bekommen. Er versteckt sich jetzt natürlich hinter dem Bötchen. Da passiert aber nichts. Nichts Weltbewegendes. Okay, Erinnerungsfoto aufgenommen. Hier ist aber sonst kein Müll. Was mich so ein bisschen irritiert, ist die technische Seite. Ne, ihr habt ja vorhin gesehen, das Bild ist ein bisschen eingefroren, kurz als man die Hauptfigur gesehen hat, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Und jetzt ist die Musik auf einmal wieder weg, jetzt kommt die wieder. Ist die weg, weil man sich zu weit vom Dorfkern entfernt hat, oder ist die weg, weil das Spiel ein bisschen glitscht? Das müsste auch ein Langzeittest zeigen. So. Aber ich bleibe dabei, grafisch hätte es durchaus ein bisschen besser werden können. Ich probiere mal die Eidechse da zu fotografieren. Zu weit weg. Aha. Immer noch zu weit weg. Ah, kann ich doch fotografieren, guck mal. Rotkehl-Anolis, okay. Erinnerungsfotos aufgenommen, 3 Stück von 3. Habe immer noch nicht jeden Müll gefunden. Probier die Kamera aus, habe ich jetzt auch geschafft. Also es gibt hier so leichte Aufgaben, mit denen sicherlich auch Kinder zurechtkommen. Da bin ich von überzeugt. Dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwie noch ein bisschen Müll finde. Aber das sieht ehrlich gesagt nicht danach aus. Das sieht eigentlich recht ordentlich aus hier. Na, da ist auch nichts. Vor allem an so einer Stelle hier, ne? An so einer Bank hätte ich jetzt Müll erwartet irgendwie. Aus der eigenen Erfahrung. Aber, guck mal da oben. Zack. Ach so. Das ist Opas Garten, hier gibt es jetzt eigenständigen Müll. Okay. Das ist natürlich einerseits cool, auf der anderen Seite hätte ich jetzt lieber den Müll oben oder unten erstmal gesammelt, bevor ich woanders hingegangen wäre. Wobei, ich glaube, hier ist man definitiv schneller durch. Zack, hat man das auch geschafft. Oh, hinter Opas Haus. Also hier ist sehr viel Müll unterwegs, wie es aussieht. Ich hoffe nur, dass das die Kinder nicht irgendwann demotiviert, wenn sie im Spiel die erste Stunde nur Müll sammeln müssen. Gehen wir mal wieder runter. Ihr Lieben, das ist auf jeden Fall Dolphin Spirit. Zumindest ein Ersteindruck. Ich denke, ich habe noch nicht mal ansatzweise genug von dem Spiel gesehen, um darüber urteilen zu können. Das wird die Zeit zeigen und meine gemeinsame Zeit vor allem mit den Kids. Nochmal, ich bleibe dabei, ich finde es gut, was das Spiel vorhat. Ich finde es gut, dass das Spiel das Bewusstsein schüren will für die Umwelt, für die Tiere und für den richtigen Umgang mit uns allen. Und wenn das verpackt ist in ein Spielchen, was vor allem Kinder begeistert, hey, warum nicht? Wie seht ihr das? Habt ihr davon gehört? Habt ihr das Spiel schon vielleicht auf der PlayStation 4 oder auf der Switch zu Hause und könnt ein bisschen mehr dazu erzählen? Dann gerne in die Kommentare schreiben, während ich jetzt hier
nach dem letzten Stück Müll Ausschau halte, um hier ein bisschen weiterzukommen. Würde mich interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr weiterhin am Ball bleibt. Wir haben noch 4 andere Astragon Games, die im Paket dabei waren, die ich auch in den nächsten Tagen hier auf dem Kanal vorstellen werde. Also seid gespannt. Unter anderem auch ein Inspector Gadget Spiel. Und ich weiß nicht, wann ich zuletzt ein Inspector Gadget Spiel gesehen habe. Ist schon Jahre her, wenn überhaupt. Da freue ich mich sehr drauf. Also, ihr Lieben, bis dahin, macht's gut. Adios, tschüss. Euer Andi.